Ja, mein heutiger Gast ist in Kreuzlingen zugeschaltet und es ist dies der Alexander Zirinski. Alexander, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Du bist ja Co-Founder und CEO bei Coach Remotely. Was Coach Remotely heißt und bedeutet, das werden wir gleich noch beleuchten. Wir schauen auch gerne natürlich auf das, was du gemacht hast, wie du dazu gekommen bist. Und du hast mir vorher erzählt, du hast dein Thema ist eben dein Herzens, also wie kann man ein Herzensbusiness online umsetzen, ist glaube ich das, oder? Das heißt, wie kann man seine Passion zu einem Geschäft machen, zu einem Business machen, finde ich äußerst spannend und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Kannst du dich vielleicht mit einem Satz ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Alex Zirinski, Business Coach und Gründer von Coach Remotely. Und wie du schon gesagt hast, ich habe mich dem verschrieben, Herzensprojekte umzusetzen. Coach Remotely ist mein persönliches Herzensprojekt, was ich seit vielen Jahren mit meinem Co-Founder umsetze. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, Herzensprojekte umsetzen für mich ist fein. Aber ich habe irgendwann realisiert, das ist das, was mich glücklich macht. Und deswegen habe ich mich dem verschrieben, das nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere zu tun. Sehr cool. Aber wie hat das Ganze mal begonnen? Was hast du mal gelernt oder auch studiert, je nachdem? Wie hat das Ganze mal gestartet? Also ich glaube, alles beginnt und endet mit dem Thema Sinnsuche auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wann hat das angefangen? Ich glaube, das war bei mir schon in der Schulzeit, wo es darum ging, Aufgaben machen zu müssen, bei denen ich mir nicht sicher war, was soll das denn bringen? Und ich habe dann immer so die Frage gestellt, ja, wozu brauche ich das denn in Mathe oder Physik? Was ist denn der Sinn dahinter? Und oftmals habe ich dann die Antwort bekommen und ich glaube, da werden sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer wird sich daran wiederfinden. Naja, weil du es halt machen musst, weil du es halt später brauchst. Ja, aber warum? Ich hatte also anscheinend schon als Kind, als Junior diesen Drang danach zu wissen, na, was ist der Sinn dahinter? Ja. Und das hat mich irgendwann dann später dahin geführt, Philosophie zu studieren, Philosophie und Managementwissenschaften an der Uni Konstanz. Und ich hatte zum einen diesen Drive, nach der Sinnsuche zu verstehen, na, was ist das So What? Und auf der anderen Seite, das ist etwas, worauf mich immer wieder Menschen angesprochen haben, auf der einen Seite aber auch diesen Drang, etwas Eigenes zu schaffen, ein eigenes Business ins Leben zu rufen. Und ja, so war das wahrscheinlich irgendwann eine notwendige Konsequenz, da anzukommen, wo ich heute bin, und zwar das Thema Herzensprojekte für andere und für mich umzusetzen. Und was setzt du da genau um? Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber sagen, über, sag mal, Coach Remotely? Also Coach Remotely ist ein Projekt, das wir 2017 angefangen haben mit meinem Businesspartner. Und das ist jetzt schon eine Weile her. Damals war unser Ziel, Online-Business-Coaching-Lösungen für den deutschsprachigen Markt anzubieten. Und zwar remote. Heutzutage macht das gefühlt jeder in unserer Sphäre. Aber damals war das noch nicht der Fall. Damals haben wir eher, wenn wir an Unternehmen herangetreten sind, zu hören bekommen, ach was, online lernen, hat sich noch nicht so wirklich bewährt. Schauen wir mal, sprechen wir mal nächstes Jahr, sprechen wir mal über nächstes Jahr. Das heißt, damals hatten wir in der Anfangszeit noch ein bisschen einen schweren Stand. Und wir haben uns irgendwann dahin entwickelt, das nicht nur B2B anzubieten, sondern auch B2C. Und was meine ich damit? Vielleicht eine kleine Geschichte am Rande. Mein Co-Founder Carsten Linke ist Sportkommentator und Business Coach und Entertainment Coach. Und es gibt da so eine kleine, eine charmante Anekdote. Als ich Teenager war,
war ich ein großer Tennis-Fan und habe sehr viel Tennis auf Eurosport und anderen Kanälen geschaut. Und Carsten war damals einer meiner Lieblingskommentatoren und hat Tennis auf der ganzen Welt kommentiert, über 10 Jahre lang auf der Tour unterwegs gewesen für Eurosport, aber auch Fußball kommentiert. Und irgendwann, als ich Mitte, Ende 20 war, bei einem Projekt unterwegs war in Hamburg, habe ich mir gedacht, Mensch, schaue ich doch mal durch mein LinkedIn, wen kenne ich denn so von früher, was fallen mir denn für Namen ein und was machen die heute? Und aus irgendeinem Grund habe ich dann den Namen Carsten Linke eingegeben und habe gesehen, hoppla, der ist ja heute tatsächlich nicht nur Sportkommentator, sondern auch Coach. Möglicherweise kann ich mich ja mit dem mal vernetzen, ne? Das Thema LinkedIn bei dir ja auch ganz stark, Christoph. Und siehe da, wir haben uns dann innerhalb kürzester Zeit zum Mittagessen verabredet, dann ein kleines Projekt zusammen gemacht und dann hat eins zum anderen geführt und dann habe ich ihm sozusagen meine Idee für das Herzensbusiness gepitcht und wer hätte das gedacht, 20 Jahre später haben wir ein Unternehmen zusammen. Wow, cool. Wie geht das da bei euch genau? Was macht euch so besonders oder was macht ihr da genau? ja, also wir haben mehrere Säulen. Auf der einen Seite produzieren wir Kurse und das Thema ist, dass wir alle unsere Kurse bauen ganz stark auf das Thema Werte auf. Also Wertschätzung, Dankbarkeit, Ehrlichkeit, egal in welche Sparte du reinschaust. Wir haben Kurse zum Thema Auftritt, wir haben Kurse zum Thema Digitalisierung online und wir haben Kurse zum Thema, und da kommen wir wieder in den Bereich Herzensprojekt, wir haben auch Kurse zum Thema Moderation, Medien, das, was mein Businesspartner auszeichnet. Und das ist der eine Teil, das Thema Kurse. Dann begleiten wir Leute im Coaching, im 1:1. Und da kommen wir eben wieder in den Bereich Herzensprojekte rein. Also wie schaffe ich es, mein eigenes Herzensprojekt, angenommen, ich habe 10, 20 Jahre Erfahrung als Manager im Corporate-Bereich und komme irgendwann an einen Punkt, dass ich sage, Mensch, ich möchte jetzt was Eigenes gründen. Ja, ja. Ich möchte etwas tun, was mich erfüllt und nicht nur unter Anführungszeichen eine wichtige, aber eine Rolle für jemand anders ausfüllen. Wie schaffe ich das? Und das ist das Thema, bei dem ich und wir die Menschen begleiten. Okay, sehr spannend. Also begleiten, aber dann auch viel online sozusagen, oder? Deshalb Coach Remotely. Genau, richtig. Also der Auftrag, die Mission ist sicherlich, Menschen dabei zu helfen, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihr Herzensbusiness online umsetzen können. Mhm. Und letztlich das Thema finanzielle Freiheit auch leben können. Und dabei geht es nicht um get rich quick oder innerhalb von 24 Stunden 200 Leads zu gewinnen, sondern wirklich langfristig sich etwas aufzubauen, das Substanz hat und etwas, das einen erfüllt, das einem Spaß macht und dann eben nicht sein Hobby am Wochenende zu leben und sich darauf zu freuen, dass man endlich am Wochenende rudern gehen kann, sondern sein Herzensprojekt eben von Montag bis Freitag umsetzen zu können und leben zu können. Ja. Hast du da vielleicht ein Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann, so im Sinne von bis, also von einer Idee oder von einer Situation, wo jemand mal war, bis zu einer heutigen schönen Situation, dass ein Herzensprojekt tatsächlich auch online umgesetzt ist? Ja, es gibt zum Beispiel das Projekt Mein Hörspiel von Uli Potowski. Ich habe Uli Anfang letzten Jahres gefragt, Mensch, wenn es ein Projekt gäbe, was du von heute bis ans Ende deiner Tage
machen könntest, leben könntest, was wäre das? Und Uli Potowski kennt vielleicht der eine oder andere aus dem TV, aus dem Medienbereich. Der hat Bücher geschrieben, Hörbücher vertont, unheimlich viele, viele Sachen gemacht, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Und was ich eben nicht wusste, bevor ich damals ihn auf dieses Thema angesprochen habe, dass er mal mit personalisierten Hörspielen herumexperimentiert hat. Mhm. Und für mich war dann sozusagen relativ schnell die Antwort klar, das ist das Thema, wobei wir ihn unterstützen sollten. In dem Fall war es so, dass die Idee bereits da war und dass schon erste Versuche gemacht wurden, um dieses Thema umzusetzen. Ja. Und wir haben ihn sozusagen dann dabei begleitet, das Produkt entsprechend zu entwickeln, die Plattform ins Leben zu rufen und das Thema zu vermarkten. Aber das ist jetzt ein Beispiel, um aufzuzeigen, es muss nicht immer von einem weißen Blatt Papier aus starten. Ja, ne? Ja. Häufig besteht schon eine gewisse Idee, an der man gemeinsam arbeiten kann und die es dann letztlich gilt, umzusetzen, dass sie zum Fliegen kommt. Mhm. Aber es gibt auch den Fall, ich habe zum Beispiel eine andere Kundin, mit der wir jetzt so in den finalen Zügen arbeiten. Da geht es darum, ein Online-Business im Bereich Zeitmanagement für Frauen ins Leben zu rufen. Und da haben wir tatsächlich von einem weißen Blatt Papier aus gestartet. Und da ging es zum Beispiel darum zu verstehen, erst einmal darum zu verstehen, wie tickt die Dame? Was bewegt sie? Was möchte sie überhaupt weitergeben? Und ich glaube, da ist ganz elementar am Anfang zu verstehen. Und soweit ich deine Arbeit verstanden habe, Christoph, ist das, das ist ja auch dein Thema, ja, zu verstehen, wie sieht die Persönlichkeit dieser Person aus? Ja? Den Werdegang der Person zu verstehen, aber auch, wie tickt die Person, mhm, und was bewegt die Person, welche Mission im Leben hat, ja, diese Person. Und häufig wissen das Leute in dem Moment nicht. Und das gilt es dann erstmal herauszuarbeiten. Denn es bringt nichts aus meiner Sicht zu sagen, vor allem wenn wir über ein Herzensbusiness sprechen, zu sagen, ach Mensch, schau mal, da kann man schnell Geld verdienen und du möchtest ja dein eigenes Business umsetzen, ja, komm, ja. Da gibt es eine Seite mit Affiliate-Produkten, das kannst, mhm, du mal schnell vermarkten und dann kannst du von überall aus von zu Hause arbeiten. Nichts gegen Affiliate, aber hier geht es tatsächlich darum, was Langfristiges aufzubauen. Ja. Und ja. Dann eben zu schauen, was sind die Stärken, die Skills, mhm, die jemand mitbringt. Häufig, und das weißt du sicherlich auch, wenn man tagtäglich sich mit einem Thema beschäftigt, seit vielen, vielen Jahren, zu mir kommen meistens Menschen, die sehr viel Berufserfahrung haben, mhm, dann hat man zu einem gewissen Grad eigentlich vergessen, was einen so besonders macht, weil es so selbstverständlich, ja, geworden ist. Ist so. Ja, absolut. Ja, das kenne ich auch sehr gut. Genau. Ja. Nee, schön, super. Eben von wegen, du hast jetzt gerade eben auch gesprochen, Leute, die schon viel Erfahrung haben. Du hast auch viel Erfahrung natürlich. Und kannst du uns auch vielleicht so ein paar Tipps auch geben oder Hinweise, wo du sagst, die waren jetzt für mich auch sehr wertvoll, wo wir immer wieder Leute, die auch auf dem Weg sind, dass sich entwickeln und etwas machen wollen, vielleicht auch eben ihr Online-Business aufbauen wollen. Kannst du uns da einfach so ein paar Tipps mitgeben, die auch für dich sehr wertvoll waren? Ja, also der erste Tipp ist, ich glaube, es stellt sich immer die Frage, wo kommt man her? Ein Fehler, den ich anfangs gemacht habe und da möchte ich jedem dazu raten, sich vorher mit unabhängigen Experten kurz zu schließen, die einem da so ein bisschen weiterhelfen. Wenn man aus dem Corporate-Bereich kommt oder in Firmen gearbeitet hat, die
ein großes Funding hatten. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe viele Jahre in Berlin in diversen Startups gearbeitet, die von große Investments hinter den Projekten hatten. Und dann ist man ein gewisses Arbeiten auch mit gewissen Tools gewöhnt. Mhm. Und wenn man zum Beispiel, wie es bei mir damals war, Department leitet und mal gewisse Aufträge fürs Produktmanagement weitergibt, ich hätte gern die und die und die Features, dann, so doof wie es klingt, man ist sich dessen nicht bewusst, dass da zwei Räume weiter ein Team von 15, 20 Entwicklern sitzen, mhm. die dann langsam, aber stetig die eigenen Wünsche umsetzen. Und ja. wenn man selber etwas startet, ein eigenes Business als Kleinunternehmer, als Solopreneur, und wir fangen alle in der Regel, zumindest die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, fangen als Solopreneur an. Und dann ist man möglicherweise dazu geneigt zu sagen, Mensch, ich möchte das genauso aufbauen, wie es damals war mhm. bei mir ja. In dem Startup. Vergisst aber eigentlich, dass diese Tools eigentlich für ein ganz anderes Level gedacht sind. Und man meint aber, weil man diesen professionellen Anspruch, diesen möglicherweise heroischen Anspruch hat, man möchte das genauso aufbauen, nachbauen, wie man das damals gemacht hat, mhm. dass das für die jetzige Situation auch das Richtige ist. Und die Gefahr besteht aber, dass man sich da so ein bisschen verzettelt, dass man viel zu viel Geld ausgibt für Tools, die man gar nicht braucht, und dass man feststellt, dass gewisse Anpassungen dann so teuer werden, dass sich das alles gar nicht mehr rechnet. Und also wenn ich einen Tipp geben darf, die richtigen technischen Tools wirklich frühestmöglich sich auszusuchen, zumindest für die nächsten Tools, die für die nächsten 12 bis 24 Monate halten, je nachdem, wie schnell man wachsen ja. möchte. Ja, ja, genau. Macht Sinn. Und am Anfang lieber, was Tools angeht, lieber kleinere Brötchen backen und ja. gleichzeitig aber wirklich das aussuchen, was für einen passt. Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich auch kenne. Ich war ja auch früher im großen Unternehmen bei Hilti mit über 30.000 Mitarbeitern mittlerweile, wo natürlich vieles selbstverständlich war, dann fangst du selber an, dann hast du die ganze Unterstützung nicht. Ja. Man muss mal überlegen, okay, mit was fange ich an, was macht das in meinem Umfeld auch Sinn. Aber ich fand das auch eine gute Möglichkeit, einfach alles auch komplett neu aufzusetzen. Und das kann auch eine große Chance sein, finde ich. Nee, super. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Alexander, was würdest du als deine Berufung, deine Bestimmung beschreiben wollen? Also auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, es ist wirklich das Thema Herzensbusiness, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Business, ihren eigenen Wunsch ins Leben zu rufen. Und ich habe irgendwann für mich realisiert, was macht mich denn überhaupt glücklich? Und das ist, ich glaube, da ist sicherlich auch eine gewisse Portion Selfishness dabei, also ja. sich auch zu fragen, was macht mich selbst glücklich, was ist meine Mission? Und es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt ungefähr so, wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, mach ein Nickerchen. Wenn du einen Tag lang glücklich sein willst, geh angeln. Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, erbe ein Vermögen. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann hilf jemandem. Ja. Sehr schön, ja, ganz, ganz schön. Super. Gibt es auch, und da bin ich mir bei dir ganz sicher, irgendwelche Apps, Programme oder Internetressourcen, wo du selber nutzt und auch empfehlen kannst? Ich gehe mal fast davon aus, das könnte Coach Remotely sein, oder? Unter anderem. Ja, also so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich bin ein großer Fan des Coach Remotely Builders. Das sage ich nicht nur deswegen, weil unsere Kunden ihn nutzen, sondern wir nutzen dieses Tool auch selber für all das, was wir online, remote veranstalten, sei es Live-Kurse, sei es E-Commerce, seien es aufgezeichnete Kurse, mhm. Funnels, Quizzes. Es hat ein eingebautes CRM und ein eigenes E-Mail-Automation-Tool.
Und also wir haben gerade eben über das Thema Tools und Technik gesprochen für all diejenigen, die gerade eben erst starten und nicht wissen, mit welchem Tool komme ich denn die nächsten 24 Monate, ja. Bis dann der große Investor an der Tür klopft und sagt, ich möchte gerne 5 Millionen investieren. Mhm. Das ist ein tolles Tool, vor allem für Solopreneure und für kleine Teams, um okay. sich selber eigentlich die ganze Palette unter einem Hut aufzubauen. Und was ich häufig gesehen habe, ist, ich habe da auch selber damit gekämpft und ich bin mir sicher, du, Christoph, auch, ist das Thema Schnittstellen. Ne? Wenn du 3, 4, 5, 10 unterschiedliche Tools nutzt, ist immer die Frage, okay, funktionieren die Schnittstellen auch dann, wenn ich sie brauche? Geht auch sicher nichts verloren? Da habe ich jetzt irgendwo einen Fall. Kann ich das jetzt über die Schnittstelle wieder zurück und so weiter? Ja. Und je weniger Reibungsverluste man hat, desto mehr kann man sich auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, und zwar das Herzensbusiness, ja. das Thema, was einen antreibt. Und deswegen ist das ein fantastisches Tool, um für Leute, die mit Technik nicht so wahnsinnig viel am Hut haben oder anders gesagt, die sich nicht damit beschäftigen, ja. zu viel damit beschäftigen wollen, für die ist das ein fantastisches Tool. Und damit ich jetzt nicht nur Werbung in eigener Sache mache, ein weiteres Tool, was wir persönlich nutzen und auch für unsere Kunden ist Notion. Mhm. Ein Projektmanagement-Tool, was der ein oder andere da draußen möglicherweise kennt, ja. Vereint ganz viele unterschiedliche Features, mhm. Ist ein, manche sagen vielleicht ein Trello on Steroids. Und last but not least, weil wir auch über das Thema, du hast ja auch nach Internetressourcen gefragt, weil wir auch über das Thema Persönlichkeit gesprochen ja. haben, was ich jedem empfehle, mhm. Bevor er diesen Schritt geht, etwas Eigenes ins Leben zu rufen und sagt, Mensch, wie komme ich denn auf dieses mhm. Thema Herzensbusiness? Was bewegt mich denn überhaupt? Bin ich denn überhaupt der richtige Typ dafür? Ist 16personalities.com oder es gibt auch eine deutsche Version, 16personalities.de. Und das ist ein gratis Persönlichkeitstest, der auch schon unheimlich viel hergibt, um sich selber ein bisschen besser zu verstehen. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Und bin ich überhaupt ja. der Typ, um ein eigenes Business zu starten? Oder ist das vielleicht eher einfach ein Traum? Ja. Und es ist auch absolut okay, zu träumen und sagen, Mensch, das wäre eigentlich noch cool, das mhm. umzusetzen. Aber möglicherweise ist man dann doch nicht der Typ dafür. Mhm. Und das ist auch fein. Es muss nicht jeder sein eigenes Herzensbusiness umsetzen. Gibt es auch Bücher, Hörbücher etc., wo du auch empfehlen kannst? Es gibt drei, die ich mir mitgebracht habe für heute. Zum einen Thanks a Thousand von AJ Jacobs. Das ist eine Geschichte über Wertschätzung. Das ist ein unheimlich bewegendes Buch, weil es einem, zumindest für mich aus meiner Sicht, die Augen öffnet, wie wichtig Wertschätzung und Dankbarkeit ist und wie weit man gehen kann, um seine Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber anderen zu zeigen. Ein zweites Buch ist Take Your Shot ja. Von Robin Waite. Dabei geht es darum, wie man sein Produkt oder besser gesagt seine Dienstleistung zum Produkt machen kann. Das ist auch ein ganz wesentliches Thema im Coaching-Prozess, wenn wir ein Herzensbusiness für andere aufbauen. Und last but not least, High Output Management von Andy Grove, dem ja. damaligen Mitgründer von Intel. Mhm. Super. Wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie macht man das jetzt am sinnvollsten, besten, am schnellsten? Also es gibt eine Internetseite, alexanderzerinski.com. Da, wenn du dich für das Thema Herzensbusiness interessierst, lade ich dich herzlich gerne ein, mein Quiz dort auszufüllen. Mhm. Und dann bekommst du ein persönliches Feedback von mir, ob das möglicherweise auch etwas für dich ist, das Thema Herzensbusiness. Ansonsten kann mich jederzeit gerne auf LinkedIn adden
und auch gerne auf coachremote.ly, www.coachremote.ly, coachremotely, gerne vorbeischauen und da mit mir in Kontakt treten. Super, wunderbar, das ist ganz spannend. Ich werde das auch, das Coach Remotely, auch da nochmal genauer anschauen. Finde ich super spannend. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir herzlich für die Einladung und vielleicht bis bald.